Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Welttag der Bienen, warum die fleißigen Insekten so wichtig für uns sind. Fahrradboom, aber auf die Sicherheit darf nicht ganz vergessen werden. Und natürlich mit dabei, wie gewohnt, unser Kachelmann-Wetter. Ja, ohne Bienen und ihren wichtigen Beitrag an unserer Flora, da wäre die Menschheit wohl ziemlich aufgeschmissen. Am Welttag der Bienen am 20. Mai soll darauf hingewiesen werden, wie wichtig es ist, den natürlichen Lebensraum der Bienen zu schützen und auch zu retten. Warum die fleißigen Insekten so wichtig für uns sind und wie man sie retten kann, wir haben nachgefragt. Rund 700 verschiedene Bienenarten sind in Europa heimisch. Der 20. Mai ist Welttag der Bienen. Landwirtschaftskammer, Imkerverband und Landesregierung nahmen sich dies zum Anlass, in einer Pressekonferenz über den Bienenbestand und deren Artenschutz zu informieren. Der Anlass dieser Pressekonferenz ist, dass wir vermitteln wollen, wie wichtig die Honigbienen und ihre wilden Verwandten, die Wildbienen, für die Natur sind und dass auch das Land uns unterstützen will, den Erhalt dieser Bienen zu fördern. Die Umweltbedingungen für Bienen sind wesentlich schwieriger geworden, aber der Schutz der Bienen ist eigentlich schon viele Jahrzehnte ein Thema. Aber durch die schwierigeren Umweltbedingungen muss man mehr die Bienen unterstützen, damit sie gut überleben können. Sowohl Landwirtschaftskammer als auch Landesregierung wissen die Wechselwirkung zwischen Artenerhalt der Bienen und Landwirtschaft zu schätzen. Also die Bienen haben eine sehr große Bedeutung, gerade für die Landwirtschaft. 80% der Kulturpflanzen sind direkt auch von der Bestäubung der Bienen abhängig. Deshalb ist es uns auch wichtig, als Vorarlberger Landesregierung hier einen Schwerpunkt zu setzen und gemeinsam mit dem Imkerverband, es gibt in Vorarlberg 1600 Imkerinnen und Imker, das ist ja ein Bereich, der aufsteigt, auch mit sehr vielen jungen Menschen, die sich in diesem Bereich tätigen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir gemeinsam hier auch in diesem Jahr wieder ein Projekt starten, um die Imkerei und letztlich die Bienen weiter zu unterstützen. Vor allem erfreulich sei, dass der Imkerverband stetig wachse und das Interesse auch bei jungen Menschen steige. Jeder könne zum Schutz der Insektenart beitragen, denn schlussendlich sei der Erhalt der Bienen auch für die Menschheit von großer Bedeutung. Bienen brauchen natürlich ein großes natürliches Angebot an Blühpflanzen. Ich glaube, dass hier gerade auch die Landwirtschaft einen Beitrag dazu leistet. Wir haben bei uns in Vorarlberg mehr als 90% der Bäuerinnen und Bauern, die nach dem ÖPUL, dem österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft, wirtschaften. Das führt letztlich auch dazu, dass es Biodiversitätsflächen gibt. Wir haben einen sehr hohen Anteil auch an Naturschutzflächen. Da leisten, glaube ich, die Bäuerinnen und Bauern einen wichtigen Beitrag. Gleichzeitig glaube ich aber auch, hat jeder Einzelne von uns im Hausgarten zu Hause auch eine Möglichkeit, die Bienen zu unterstützen. Wir haben 4000 Hektar Hausgarten und jeder, der sich in seinem Hausgarten auch eine Blühfläche gönnt, der vielleicht nicht täglich eine grüne Wüste aus diesem Hausgarten macht, leistet auch einen wichtigen Beitrag für die Bienen. Also wir müssen schauen, dass wir gute Lebensbedingungen für die Insekten schaffen und dann haben wir auch eine Bestäubung gesichert und eine Vielfalt an Pflanzen. Und wenn wir das nicht machen, dann wird eben die Vielfalt an Pflanzen immer mehr verloren gehen. Und die Umwelt wird monotoner und eintöniger werden. Und auch gewisse Nahrungsmittel werden nicht mehr produziert werden können, weil die Bestäubung nicht funktioniert. Albert Einstein prognostizierte, wenn die Biene einmal von der Erde verschwinde, habe der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Wir brauchen die Bienen also. Und sie uns nun auch. Egal welches Bike es ist, der Fahrradtrend, der steigt immer weiter, so auch bei uns in Vorarlberg. Eigentlich natürlich eine positive Entwicklung, allerdings steigen auch die Verkehrsunfälle mit Fahrrädern. Mit der Aktion Fahr bewusst Rad möchte man diese Verkehrsunfälle reduzieren und mehr Sicherheit im Straßenverkehr schaffen. Die Initiative Sicheres Vorarlberg hat dazu bei einer Pressekonferenz über diese Ziele informiert.
Wege, die per Rad zurückgelegt werden, sind auch in Vorarlberg kontinuierlich gestiegen. Inzwischen wird jeder fünfte der gesamten Alltagswege mit dem Fahrrad gefahren. Mit diesem erhöhten Verkehrsanteil auf den Straßen steigen auch die Zahlen der Unfälle und verletzten Personen. In Vorarlberg alleine sind das fast 700 Fahrradunfälle pro Jahr. Die Hauptursachen seien da oft selbst verschuldet, so laut Mario Ammann von Sicheres Vorarlberg. Rund 70% aller Radunfälle betrifft das und da ist es oftmals die Unkonzentriertheit, dass man nicht voll bei der Sache ist, zum Beispiel wegen dem Handy. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass oftmals die Verkehrsregeln leider nicht eingehalten werden. Um die Sicherheit im Radverkehr zu erhöhen, wurden seitens des Landes und Sicheres Vorarlberg nun ein Maßnahmenpaket geschnürt. Die Aktion Fahrbewusst Rad setzt vor allem auf Bewusstseinsbildung und Schulungsangebote. Einmal die Verhältnisprävention. Hier wird vom Land darauf geachtet, dass man wirklich auch die Maßnahmen trifft, wo wichtig sind, dass fehlerverzeihende Strukturen geschaffen werden. Wir selber als Sicheres Vorarlberg und auch die Polizei sind sehr auf die Verhaltensprävention aus. Wir möchten Fahrtechnikkurse anbieten, verstärkt anbieten. Radbegeisterte sollen so auf niederschwelliger Ebene abgeholt und sensibilisiert werden. Auch die Polizei im Land steigt nun vermehrt aufs E-Bike um. Mit den uniformierten Fahrraddiensten gäbe es zusätzliche Einsatzvarianten. Das heißt, auch die Polizei in Vorarlberg wird elektromobil. Unser Ziel ist, dass wir vermehrt präsent sind in der Bevölkerung. Das soll auch das subjektive Sicherheitsgefühl erhöhen. Das Rad bringt uns das Mittelstück zwischen Dienstfahrzeug, also Auto, und Fußstreife. Seit Anfang Mai sind in Bregenz schon Dienstfahrräder im Einsatz. Streife per Rad, für das Einsatzpersonal sei das eine willkommene Umstellung. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wir werden von der Bevölkerung auch gut aufgenommen, positiv aufgenommen. Es ist auch im Dienst, ist es einfach eine Abwechslung. Es ist nicht immer nur im Streifenwagen sitzen. Man kommt eine kleine frische Luft, ist in der Natur unterwegs, bewegt sich viel, macht Spaß. Sicher von A nach B mit dem Rad. Das sei vor allem eine Frage der Eigenverantwortung im Straßenverkehr. Dass man selbstbewusst fährt, dass man sich deinen Platz nimmt, aber trotzdem mit dem notwendigen Respekt und notwendigen Sicherheit, die es auch benötigt, dann kann man sicher von A nach B sehr gut kommen. Das Wichtigste ist bei dem vermehrten Aufkommen vom Fahrradverkehr, dass man Rücksicht nimmt auf die anderen. Ja, und das war's nun schon wieder von der aktuellen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländli TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es lohnt sich noch dran zu bleiben. Es folgt unser Kachelmann-Wetter. Und da wird es jetzt hoffentlich dann irgendwann auch einmal wieder etwas besser. Und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Vorarlberger Käse. Ein Produkt mit Tradition. Du willst Teil dieser Tradition sein? Dann komm zu Alma, eine Marke von Rupp Käse in Hörbrand. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von ländlejob.at, dem größten Jobportal in Vorarlberg. Der Freitag startet bereits rund um den Bodensee und überm unteren Rheintal mit dichter Bewölkung, einer Warmfront und nur regionalen Auflockerungen. Sonst ist es oft noch aufgelockert bewölkt, örtlich können besonders Richtung Bodensee aus der dichteren Wolkendecke erste Tropfen fallen. Ab den Mittagsstunden trübt es sich vom Westen weiter ein und in den nördlichen Regionen des Landes beginnt es mittags und nachmittags leicht zu regnen. Dieser Regen erreicht im Laufe des Abends auch das Montafon. Zuvor weht besonders im Montafon teils kräftiger föhniger Südwestwind. Nachmittags werden 10 Grad in Waadt und bis zu 16 Grad in Götzis erreicht. Am Samstag ist es zuerst noch dicht bewölkt mit etwas Regen. Bereits am Vormittag stellt sich trockenes Wetter mit einem Sonne-Wolken-Mix ein. Nur im Montafon halten sich bis in den Nachmittag hinein Schauer und bis zu 18 Grad. Am Pfingstsonntag aus heutiger Sicht freundlicher, mit nur mehr einzelnen Schauern und zwischendurch scheint immer wieder die Sonne. Temperaturen rund um die 17 Grad. Und am Pfingstmontag geht es mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter und erst abends kommt aus heutiger Sicht vom Süden her etwas Regen auf. Temperaturen werden um die 19 Grad erreicht.